Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute der Executor. Der Executor. Ich hätte schon mal ein Video drüber gemacht. Das Ding ist aber leider dann damals bei der verschiedenen Frau Bremen, also verschieden für mich, weil verstorben, bei ihr geblieben. Ja, die guten Sachen hat sich behalten. So. Da ich ja gerne Eier esse. Ich esse wirklich jeden Tag ein Ei. Eins zum Frühstück. Im LKW zum Beispiel habe ich immer so, ihr kennt die hier aus dem Supermarkt. Aber sonntags oder samstags, wenn ich frei habe, oder überhaupt an Feiertagen, an freien Tagen, gibt es ein frisches, gekochtes Ei. Eigelb innen drin, noch ein bisschen flüssig so. Oder was ich jetzt gestern hatten wir Sonntag, pochierte Eier. Na gut, bei pochierten Eiern brauchst du den Kopf nicht abhacken, ne? Alright, ich würde sagen, wir gehen bald. Ach ja, womit legt der Arthur denn seine Eier an? Erstmal, am liebsten mit dem Löffel, ja? Womit? Sonst noch gerne. Maggi. Oder Salz. Oder Kräuterlinge. Oder jetzt denkt er, der steht doch im Wald. Ich drehe hier gerade auf der Hebebühne von meinem LKW und ich esse die mit Senf. Hast du das wirklich alles dabei? Ich habe neben meinem Fahrersitz habe ich so eine Kiste, ja, die ist abschließbar. Da habe ich das alles drin. Das ist kein Witz. Also, wie funktioniert das? Also es gibt viele Dinge, die hasse ich ja beim Eieressen. Muss ich die Eier machen. Ich lasse sie mir lieber kraulen. Hab ich das gesagt? Also was ich an Eiern überhaupt nicht mag, ist die, ne, abpopeln und so. Stehe ich überhaupt nicht drauf. Also musste der Executor her. Ohne Quatsch, der ist für einen LKW. Ich kann auch in einem LKW, wenn ich beim Kunden sitze oder so, da rumpopeln. Das ist echt nicht mein Fall. Das ist der Executor. Das hier innen drin ist ein bisschen scharfkantig. Da ist eine Feder drin. Zack, zack. Ihr setzt das einfach oben drauf. Ja? Auf das Hirn. So, und dann zack. Und das hat das Ding fast schon geköpft. Ja? Jetzt. Also ich mag zum Beispiel auch nicht mit dem Messer rumhantieren. Ja? Versuchen das mit dem so zu köpfen. Ihr habt also gesehen, ich habe mit dem Executor eine Eiersollbruchstelle verursacht. So, zack. Ja, im Prinzip die Guillotine für den Eierfreak. Ja, nahezu rückstandslos. So. Ein paar Kräuterlinge. Ach, der Frühling riecht. Ein bisschen Salz. Wir sollen einklappen. Da haben wir unser Löffelchen. Bon Appetit. Rückstandslos. Das Kaffee wäre jetzt geil. Jetzt ein bisschen Senf. Ja? Ein bisschen. Ihr kennt Senfeier? Habt ihr schon mal Senfeier gegessen mit Kartoffeln? Ich liebe Senfeier mit Kartoffeln. Ja. Das hat lange, lange gedauert nach der Trennung, bis ich wieder meinen Humor zurück hatte. Also diesen typischen Arthur-Humor. Und der kommt mit Eiern und dem Executor zum Beispiel auch gerne wieder zu mir zurück. Nu. No.
Nu kommt's Eigelb. Nu kommt Maggi. Das darf gerne ins Eigelb einziehen. Zup, zup, zup. Ja? Zup. Der volle Genuss. Ja, ich sag mal, rückstandslos. So kann man mal Pause machen mit dem LKW, ne? Ich liebe es. Ja, der Exekutor, ich packe euch mal den Link in die Beschreibung. Ich muss den einfach nochmal zeigen. Ich finde den einfach so geil. Gehört mit zu meinem Truckers EDC, ja. Wie auch Messer, Gabel, Löffel. Ja. Das ist eigentlich richtig geil, so mit ein bisschen Senf oben drauf. Ja. Erstmal ein bisschen Maggi. Ein paar Kräuterlinge und dann ein little bit Senf. Ja. Zop. Und ist übrigens eine ziemlich coole Sache, auch für Kinder. Ostern steht ja vor der Tür. Ja. Spaßig ist, ich weiß gar nicht, 5 Euro, 8 Euro, ich habe keine Ahnung. Ist mega. Ich liebe meinen Exekutor. Ich kaufe mir jetzt noch einen für zu Hause. Der bleibt im LKW. Ja. Mit Senf ist richtig geil. Und man braucht nicht. Ich komme immer wieder auf das Wort von Dave Canterbury. Peeling. Also das zu schälen. Unnötig, braucht man nicht. Wenn ich mir mal ein Brot mit belege. Mit Ei und Käse und was auch noch dazu gehört. ich war da mal längere Jahre, ein paar Leute kennen sie vielleicht von meinen YouTube-Videos, mit einer Frau zusammen, die hat erstmal geguckt und hat dann gesagt so, boah ey, du brauchst ja länger, um das Ei zu belegen und zu dekorieren, das Brot, als es zu essen. Ja, du, ja, das Auge isst mit. Meine Augen sind, guck, jetzt ist ja doch ein Stück, aber das ist weg. Im LKW ein Ei zu essen, immer noch mit Stil. Ich verstehe gar nicht, warum ich, ganz so verkehrt, warum ich meine Eier nicht immer mit Senf esse. Ein bisschen Maggi, ein bisschen Senf, ein paar Kräuterlinge. So. Denk dran, jetzt kommt Ostern. Kinder lieben sowas. Es gibt ja jetzt auch wieder dann bunte Eier, gekochte Eier, pochierte Eier, Spiegeleier. Rasierte Eier, gekraulte Eier beim Exekutor. Die essbaren Eier. Die geilsten. So. Exekutor gekauft, vorgestellt, nicht zur Verfügung gestellt bekommen. Tschüss, Mario, schwenkt den Hut. Tschüss, ab und schwenkt die Kapp. Schönen Montagnachmittag wünsche ich euch noch. Der Waldmeister. Jetzt zum Cardio-Training. Also.